Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Planetary Annihilation Online Battle von mir. Heute werden wir wieder schön zusammen zocken. Lang ist es her, seit ich das letzte Mal gespielt habe, so gut 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht schon. Und reinkommen deswegen wieder ein bisschen schwierig. Der Typ sieht aus wie ein Droidiker. Aber ich freue mich drauf. Ist immer ein ganz entspanntes Spiel mit Planetary Annihilation, auch wenn wir da nicht immer ganz so erfolgreich sind, wie wir es von Rom 2 vielleicht kennen. Ah, der sieht wirklich aus, ein bisschen wie so ein Droidiker von Star Wars. Cool. Okay, schauen wir mal, was für einen Planeten wir haben. Und dann entscheiden wir, welche Taktik wir fahren. Aber ich möchte eigentlich über die Infanterie-Taktik fahren, da ich die momentan ein bisschen solider kann. Da ist ja Übersee war immer so, also mit Raumschiffen war immer so ein Problem von mir. Nicht Raumschiffe, wie ist hier nochmal? Flugzeugen. Na toll. Und genau hier lohnt sich das nicht, die Infanterie zu wählen. Ärgerlich. Na gut. Dann werden wir eben doch hier damit arbeiten. Mit Flugzeugen und werden schnell auf Schiffe gehen. So, wo bist du? Hier bist du. So, und danach bitte erstmal davon 3 Stück. Davon nochmal 3. Hiervon 3. Ah, du kannst auf Land gebaut werden hier. Scheiße. Brauch nochmal 2 davon, bitte. Und von dir brauche ich 3 Stück. So. Okay, was bauen wir im Anschluss? Nochmal hiervon 3 Stück. Ja, jetzt habe ich 4 gewählt, ist auch nicht schlimm. Nein, das wollte ich. Mist. Das soll nämlich eigentlich nicht machen. Nein! Ich mache den größten Fehler überhaupt. Shit. So. Okay, wo war nochmal die Stelle hier drüben? Hier gehst du erstmal hin, bitte. Da drüben kriegen wir eine Menge Metall. So. Zack. Und nochmal 2 Flugzeugstationen, bitte. Jetzt brauche ich Bot Factories. So, muss reichen. Metall ist immer so eine Sache. Das geht mir gerade ganz schön flöten hier. Energie habe ich aber noch locker. Machen wir drüber bitte einen auf. Erstmal. Vielleicht brauchen wir danach nicht mehr so viel davon. So, ich möchte mit hier euch bitte einfach nochmal ein paar Hummingbirds haben. So, zack, jetzt bekommen wir sogar ein bisschen Metall, das ist gut. Ah, jetzt geht's wieder zur Neige, scheiße. So, mit den Hafen will ich noch gar nichts bauen erstmal, weil ich weiß, dass es sonst mich zu viel Metall kosten wird. Aber wir können ja schon mal stalken ein bisschen. Wir wissen ja eigentlich, dass er hier ist. Deswegen schauen wir mal ein bisschen, was der denn da so treibt. Okay, bau du mal bitte hier die 2 auf. Okay, mal sehen, was sehen wir denn jetzt hier gleich. Was für eine Strategie baut er? Der baut Schiffe, okay. Gut zu wissen. Der geht aber auch auf Land. Auch gut zu wissen. Okay. Werden wir erstmal hier drüben einmal eine Torpedostation bauen. Die macht nämlich das Leben erstmal zur Hölle. Reicht mir schon aus. Du machst mal mit dir von welche weiter. Und wir bauen mit dir mal bitte ein paar Nachholz dann. Na? Momentan sieht es mit Metallproduktion nicht ganz so gut aus. Wieder. Der kostet uns hier viel. Das ist ein Fakt. So, scalpen bitte weiter hier. Ich glaube aber, dadurch, dass wir jetzt hier mit dem Flugzeugen da relativ früh hier schon die ganze Metallproduktion anzapfen, haben wir später einen enormen Vorteil. So, mit Digger bitte mal hier rüber. So. Die Stelle hier ist mir auch verdammt wichtig, wenn ich ehrlich sein soll. So, und wir sehen, er setzt viel auf Energie und auf Bots. Okay.
Bauen wir vielleicht lieber Bomber. Erstmal. So, Energie bekommen wir jetzt auch wieder. Metall wächst auch. Ich möchte meine Radarstation haben. Wo haben wir die denn hier? Zack, ich bin ein bisschen langsam heute schon wieder. Schrecklich. So. Okay, bauen wir mal bitte hier drüben ein paar von denen hier hin. Naja, Mist. Weil ich stark annehme, dass er da ein bisschen versucht von zu profitieren. Später. Aber gut, wir haben eine ganz schön gute Metallproduktion zurzeit. Du machst die noch fertig. Im Nachhinein gehst du bitte nach hier. Dann holen wir uns erstmal die ganzen Landdinger hier. So. Okay. Die Bomber brauchen mich definitiv noch hier. Da sehen wir es schon, da kommt der Erste. Zack, greifen wir an. So, und jetzt bitte Norholz produzieren hier. So. Hier. Erstmal hier von ein paar und du greifst mich wieder an. Du jetzt nochmal hier drüben angreifen. Du, mein Freund, machst dasselbe Spielchen auch mit. Und du, mit dir bauen wir mal auf U-Booten. Da können wir die Orcas nämlich schön nerven. So, danach schaffen wir uns mal drüben diese kleinen Bots hier. Super. Nein! Scheiße. Ärgerlich. Ärgerlich. Aber okay. Mit dir bauen wir dann erstmal eine Flugabwehr. Das muss reichen. Während wir mit dir jetzt gleich sowieso Bot Factories bauen, von daher. Danach bauen wir noch ein paar Panzer, bitte. So, und zack, hier nochmal. Okay, du baust bitte mal ein bisschen Anti-Air. Die müssen wir früh bauen, dass er da gar nicht erst in Verlegenheit kommt, uns anzugreifen. Super. Wieso produzieren die alle nicht mehr? So, du bitte auch noch Holz weiter und du... Gibt's doch nicht. So, schicken wir euch mal hier rüber, bitte. So. Euch stellen wir nach hier drüben, bitte, mit dem Sammelpunkt. So. Wollen wir hier mal bitte an... Ah, nein, hier drüben. Und schnell wieder abhauen. Nochmal hier angreifen, schnell. So, greif jetzt einfach mal hier seine restlichen Punkte an, hier überall. Da ist er sowieso nicht schnell genug da. Mit dem U-Boot wird er weniger Probleme haben hier. Das weiß ich jetzt schon. Weil er ja selber noch genug hat. Wir müssen aber deswegen auch bald Orcas bauen. So, scouten einfach mal weiter hier, wo seine ganzen Punkte schon sind. Dass wir einfach seine ganze Metallproduktion ein bisschen schwächen hier. So, gut. Ist sonst noch irgendwie was zu sehen? Wir können hier drüben auch Torpedoanlagen bauen. Ah, sieht man schon was. Okay. Okay. Da sieht man auch schon was. Der baut ziemlich stark da drauf. Weißt du was? Wir stoppen mal hier bitte die Produktion von denen und bauen auf Orcas. So. Da geht man bitte jetzt hier drauf los. Also du bist gleich fertig. Jetzt wissen wir schon, was er hier drüben gebaut hat. Und ich werde extreme Metallprobleme haben, wenn ich da jetzt nicht einfach mal schnell Torpedos baue. So, und auch Anti-Air brauche ich hier noch. Dass er gar nicht erst auf die Idee kommt, hier anzugreifen. So.
Nein, mein Freund, du machst es jetzt sofort. Das ist wichtiger. So, und jetzt nochmal nach die Anti-Air. Dann sollte er ja gar nicht erstmal von der Seite kommen können hier. So. Wir mit euch hier. Einen Orca haben wir auch schon bereit. Der Orca muss hier eigentlich den größten Schaden machen. So, greifen wir bitte an. Und die Docks schicken wir jetzt schon mal gleich rüber hier. So, und du bitte auch nochmal hier von welcher. Super. Greift mir ruhig an dort. Das ist kein Problem eigentlich. So, du bist fertig. Finde ich super. Du baust mir bitte hier drüben meine Radaranlage. Dass wir rechtzeitig Bescheid wissen hier. Dann bauen wir uns hier überall kleine Basen auf, wo wir angreifen können. Oh, da drüben habe ich schon was gesehen. So. Warum baust du nicht mehr Anti-Air hier? So, da mal bitte und hier. Da sehen wir schon, was er so alles hat. Okay. Ah, das ist doch scheiße hier. So, mehr Anti-Air bitte. Oh, das Spiel geht nicht schnell genug, ich sehe es schon. So. Hier kommt das schnell hier rüber. Wir müssen jetzt angreifen, mal langsam hier. Ich baue ziemlich defensiv, das gefällt mir nicht. So. Schicken wir euch mal schnell rüber. Die Bomber nehmen wir gleich mit hier, bitte. So. So, greifen wir den Bomber bitte mal an. Oder nee, greifen wir mal an. Dann hauen die mich einfach weg hier. Jetzt zerstören wir mal schnell seine Produktionsteile hier. Zack, und Angriff. Und Angriff hier. So, die Torpedostationen sind bald alle fertig hier. Super. So, mein General ist hier. Mein Kommandant ist hier drüben. Bauen wir von dir bitte ein paar. Selbe Spiel machen wir mit denen auch nochmal. Wir müssen dringend einen Orbital Launcher bauen, fällt mir gerade ein. Schmeiß dann bitte hier einmal von denen einen raus. So. Digga, bitte hier rüber. Jetzt will ich mal hier kurz scouten, was er hier schon alles hat. Der baut mich hier gerade eine Advanced Factory, wie ich sehe. So, da sehen wir schon, dass sie hier nicht gerade stark gepanzert sind. Also nicht stark geschützt gerade. Zurzeit. Finde ich gut. Okay, schick mal die Bomber wieder hier rüber, bitte. Dann kommen wir jetzt von der Seite hier und greifen an. Ich zeige euch aber auch hier drüben sind. So. Okay, du baust jetzt hier hoffentlich noch. So, die Anti-Air schützt mich hier sowieso ein bisschen. Finde ich mich gut. Jetzt greifen mich hier direkt am Herzstück an. So, hier drüben wird er gleich auf massig Torpedos stoßen, was gut ist für mich. Euch schicken wir hier rüber als Schutz gegen Flugzeuge. So, ist hier irgendwo einer frei? Was machst du? Du baust noch. Gut. Dann geht man mit dir jetzt hier weiter. Da drüben sehe ich schon, dass da wieder was ist. Und da greifen wir jetzt auch mal gleich an, bitte. Ich nehme stark an, dass er sich hier... Ja, genau. Den Rest hat er mich hier auch noch sicher gesichert. Werde einfach immer wieder seine Metallproduktion ein bisschen stören. Ich wissen wir halt auch schnell Bescheid. Scheiße, hat nicht gereicht hier. Hat die Torpedoanlage schon geschrottet. Okay, aber gut zu wissen. Schick mich mal bitte hier rüber. Da hat ja, glaube ich, ein Umbrella gebaut, kann es sein? Nee, ein Advanced Energiespeicher. So, wir bauen nämlich jetzt hier einmal einen Orbital Launcher. Wenn ich bitten darf. Den brauchen wir jetzt nämlich.
So. So, zerstören wir ein bisschen seine Minen hier drüben. Der Spieler ist zum Glück genauso träge wie ich, finde ich gut. Super, davon ist schon mal einer tot. Der zweite ist tot. Super. Ich brauche mehr Torpedoanlagen anscheinend. So, apropos mehr Torpedoanlagen, dann bauen wir die einfach mal schnell. So, die zerstören mir jetzt hier schön die Anlage, finde ich gut. Die ganze Militärproduktion wird geschrottet. So, schicken wir euch bitte nach hier drüben rüber. Okay, super. Jetzt gehen wir schnell nach hier drüben, bitte. Oh, da hat Orbital Launcher schon gebaut. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Haben wir hier irgendwo... Alter, wieso baust du nicht? Ich hab dir gesagt, du sollst bauen hier. Los. Bau mir diesen verfickten Orbital Launcher. Verdammt nochmal. Den baut er mir einfach nicht. So. Rüber mit dir hier. Ja, da drüben kommen die ganzen Torpedoanlagen. Er hat es voll auf meine Militärproduktion hier drüben angesehen. So. Bauen wir drüber schnell noch was. Und euch schicke ich jetzt hier schnell rüber. Euch brauche ich hier hinten nämlich. So, meine Orcas sollten hier drüben eigentlich sein Norholz die Hölle heiß machen. Wir sehen es auch. Der macht da ordentlich Verluste gerade dabei. So, haben wir ein paar Bomber bereit? Haben wir. Rüber mit euch hier. So, ihr kommt hier bitte auch rüber. Hier auch. Du bist hier fertig. Okay, und los mit euch. Ihr müsst hier drüben wieder angreifen. So, du machst gar nichts. Das gefällt mir nicht. Bau mal bitte weitere Häfen. So, der Orbital Launcher wird gebaut. Wir bauen danach erstmal einen Fabrication Bot. Schnell. So. Zerstört schnell diese Anlage hier bitte. Hier gleich hinterher bitte. So, jetzt zieht er sie da zurück. Finde ich gut. Jetzt kommen über Land wieder. So. Geht bitte hier hin und ihr schickt eure hier hin, bitte. So, greifen wir bitte an hier. Irgendwo höre ich schon. Laserbeschuss hier. Habe ich das Gefühl. Als wenn hier irgendwo schon so ein scheiß Kackteil wäre. So, jetzt haben wir drüben aber noch ein paar von denen. Deswegen brauchen wir einfach mal schnell ein paar Umbrellas. Wo sind denn die? Da. Zack. 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 Hier auch und da auch. Einmal schön rum und rum unsere Basis, bitte. So, marschiert man bitte weiter hier. Zack. Auf jeden Fall hat er auf Land nicht so gute Karten, sich zu verteidigen, wie auf See. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay, Naval Factory is ready. Super. Du baust damit immer weitere Orcas. Super. Okay. Okay, auf jeden Fall nimmt das Ganze jetzt ein bisschen Form an, auch wenn ich wieder ziemlich träge reagiere hier. Mit Flugzeugen bin ich nicht ganz so gut. Der baut noch, okay. Schick mir dich mal bitte mit dazu hier. So, und ich schick mal erstmal hier mal mit rüber, bitte. So. Okay, da drüben hat er eine Abwehranlage gebaut. So, schicken wir euch heute hier rüber.
Die Bots trennen wir mal bitte erstmal von den Panzern. Da kommen die Panzer nämlich von da. Auf der Seite, die von ihm schwach ist eigentlich. Oh, er hat Artillerie gebaut. Scott, mal kurz hin, bitte. Orbital Launcher complete. Super. Finde ich gut. So, was machst du jetzt hier? Den machst du noch fertig. Super. Bauen wir nochmal davor bitte ein paar Torpedos. Super. Okay, Bombe haben wir jetzt hier auch wieder welche. Ein Orbital Launcher ist complete. Dann pusht mal den bitte kurz hier rein. Ich will den Fabrication Bot fertig haben. Danach bauen wir nochmal... bauen wir noch nicht. Doch, bauen wir nochmal schnell ein. So. Und mit dir hier erstmal oben eine Fabrication Station. So. Oh, schnell weg hier bitte. Da drüben hat er ein paar Schiffe, aber das Problem ist jetzt, dass man mit seinen Schiffen noch nicht hinkommen kann. Was gut ist für mich wieder. So. Du baust bitte ein bisschen weiter Metallabbauplätze hier drüben. So, das ist geschafft hier. Er versucht seinen General auch zu retten, ist ein Commander. Deswegen ist er jetzt auf See gegangen mit dem. Das habe ich nämlich noch gesehen. So. Super. Geile Sache. Auch das ist jetzt zerstört hier. Okay, einmal scouten, bitte schnell. So, du. Baust du bitte mal hier drüben einfach schnell. Ein Anchor. Ein paar Mal. Damit machen wir hier drüben nicht bei seiner Produktionsstelle die Hölle heiß. So. Jetzt machen wir seine Energieproduktion mal kaputt. Und kommen wir jetzt noch hier. So, die Fabrikationsstätte hier oben. Wie sieht es damit aus eigentlich? Die ist noch nicht so weit, aber wir bauen damit ganz viele schon mal. Das steht fest. Und auch unendlich. Ja, er gibt auf. Super. Hier drüben hat auch schon Nuke gebaut. Okay, der wollte auf nuklear gehen. Aber gut, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben ihn einfach zu stark unter Druck gesetzt, dadurch, dass wir einfach mehr auf die Metallproduktion gebaut haben und er ziemlich träge war, noch träger als ich sogar. Ich glaube, dadurch haben wir das Ding dann auch gewonnen. Aber schauen wir uns mal einfach die Statistiken an, bitte. So, da sehen wir, dass ich eine extrem hohe Build-Efficiency hatte, aber wirklich richtig hoch. Und bei ihm ist die immer weiter gesunken, nachdem ich seine Metallproduktion immer wieder zerstört habe. Ja, die hat schon ziemlich reingehauen hier. Das sehen wir jetzt da auch, dass seine immer wieder zurückging, meine stieg noch weiter an. Metal Demand war seiner höher als meiner. Metal Wasted war bei mir ein bisschen höher als bei ihm. Ein bisschen deutlich sogar. Energy Production hatte eher eine höhere. Hatte auch einen höheren Bedarf. Und hatte aber auch nicht mehr verschwendet. Ich hatte mehr Fabrication Bots später gehabt. Cool. Mit 10. Er hatte mal zeitweise 14 gehabt. Unit Factories habe ich dann später mal eben 17 gehabt. Und er ist immer weiter gesunken. Ich hatte wesentlich mehr Einheiten als er. Ich hatte insgesamt mehr Einheiten als er. Ich hatte mehr im Kampf gehabt. Hatte auch mehr verloren. Hatte eine höhere Produktionsrate. Hatte aber auch eine höhere Verlustrate. Ich hatte eine sehr hohe Metal Destruction Rate. Und eine sehr geringe Metal Loss Rate. Und eine Unit Destruction Rate. Ja, ist okay. Gut. Gut. Auf jeden Fall ganz schön zu sehen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich verabschiede mich jetzt aber dennoch wieder von euch. Wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge um 13 Uhr von Planetary Annihilation Online Battles. Und in dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.